Herzlich willkommen zu meiner Folge Vater Ego und Kuhn. Einfach nur. Wir ernten aktuell auf 65 Weizen. Ich werde gerade mal den Kurs jetzt hier speichern, damit ich hier den anderen Tag zugehen kann. Den Entschuldige, jetzt wieder so ein Leute geparkt und vom Traktor, dass er da wieder reinfahren möchte. So. Und, 60. Das klappt, dann speichert er dann gleich wieder. Einsteigen und hier machen wir kurz laden. Erntefeld 60 und ist geladen. Steigen wir hier ein, irgendwo drinnen. Performance-Probleme sein, haben wir so. Hat so ruckelig bei euch. Liegt es am Drescher oder liegt es hier am. So, hier ist mittendrin, hier fangen wir an. Wenn wir die kaum richtigen Pfeile kriegen. Das ist, was richtig ist. Mal schauen, welche Pfeile. Vielleicht nicht. Dann gehen wir hier rüber. Das ist im Grunde nicht so schlimm. Hauptsache wir kriegen abgefahren, ne? Irgendwie, ne? Ja. Einstellen. Das kann er hier ein bisschen unterstützen. Wo ist der zweite? Wo fährt er gerade? Da oben. Mal den. Brauchen wir da jetzt nicht. Ich würde nämlich im Weg stehen. Ich brauche keinen zweiten Abfahrer zu zeigen. Weil die erste machen wir später. Ich fahre immer auf die verfällt immer so 12. Aber denken wir sind hier gut ausgelastet hier vorne. Oh, einmal Regen, das ist schlecht. Dann können wir Mais weiter machen, ne? Jetzt haben wir theoretisch schon Zeit. Theoretisch. Das heißt, sie müssen Gas geben. Das ist schlecht. Müssen wir mal gucken, mal gucken. So, da sind wir da. Ist ja auch noch voll. 40%. Regen. Das ist ganz, ganz schlecht. Gut, wir können zum Not Mais machen. Häckseln, ja. Der Rote hält sich nicht an. Macht jetzt nichts. Bello macht Lärm. Aber das mache ich hier immer. Viel gehört hier. So. Wollen wir nicht gerne eine Kurve hier.
Mal sehen, ob ich auch leer macht. Ja. Macht er auch leer. Entschuldigung, für den Rempler. Ja, den schwarzen Traum kann ich hier loslegen. Für Weizenfeld, aber also wie gesagt, das ist das Problem. Mit Abfahrrad arbeiten, das war so eine Sache, also das ist wirklich gefährlich. Hat bei Mais schon nicht geklappt und bei Getreide und Kaffee auch nicht. Da muss ich auch noch einen Kurs einfahren. Das ist mir ehrlich gesagt jetzt auch zu riskant. Und das Einfahren an sich dauert ja auch noch eine Zeit lang. Also da müssen die bei Pierre-Feld über 60 weit liegen, das ist ja auch ungünstig. Was ich machen könnte, hier einen schwarzen mit zunehmen und das entsprechend mit schneller vonstatten geht die Arbeit hier, dass wir hier was schaffen. Dass der den Rest macht, in den letzten Ende. Muss ich mal schauen. Den Regen, das hat mir jetzt gar nicht zu. Aber das hat mir schon Regen gehabt in Thüringen, ne? Viel. Von Dürre keine Spur. So, dann gehen wir dabei bleiben, sonst sind wir hier. Fahren ein bisschen zurück. Entschuldigung. Ja, kann ich viel weiter. Und die richtige Nacht heute Nacht. Oh. Halsschmerzen noch mal nachlassen, dann geht schon einigermaßen. Oder? Halsschmerzen und Husten, das ist schlimm, was geben kann, aber nachts nicht schlafen kann. So, den schwarzen mit zu. Mal sehen, ob er hier auch so ein Dummheit macht. So, den Kurs laden. Hier, nee, da fällt bei der Wildkugel. Ernte fällt 60. Oder hätten wir mal mit 3 arbeiten können im Verband. Aber das habe ich hier schon mal gehabt. Das hat mir auch nicht geklappt. Machen wir sie auch nicht. Ja, deswegen hatte ich ja hier auch Hafer genommen. Das macht sie besser. Nur jetzt das Problem. Im nächsten Jahr hätte ich kein Getreide rausgucken können. Ne? Also hier wir Raps machen können, dürfen müssen. Oder Soja oder dann. Das ist einfach. Das ist immer für Rüben und für Kartoffeln. Das würde ich erstmal nicht machen, weil wir überhaupt keine Maschinen haben. Also, rein gar nichts. Das müssen wir erstmal uns erarbeiten, die Maschinen. Wie eine Schularbeit macht das Arbeit. Ne? Da noch zu. Der nächste ist voll. Aber wir müssen mal sehen, dass wir jetzt mal gleich den nächsten die Spur schicken. Bevor wir uns hier in den Roten kommen können. Ich würde dir gerne einen Namen geben, aber das funktioniert nicht, weil du kannst ja nicht so eintragen. Ne? Ne, Paul oder so, ne? Klaus, Bertha, was weiß ich. Hier dann so auf den richtigen Pfeil und geht los. So, das ist da und hier vorne setzt der da. Damit es hier ein bisschen schneller geht, können wir ja auf die 12 arbeiten, beziehungsweise 12 machen wir plus, weil auch die 41 nicht. Einstellen.
Mach mir hier keine Schande, sag ich dir. Das ist natürlich jetzt vorne nicht frei gemacht, ne? Ist nicht seine Bahn. Aber egal. Da müssen wir nicht hin. Ja, gut, kommt rum. Jetzt haben wir eh genug zu tun mit drei Drescher. Das ist eh genug Arbeit. Also muss es sein. Schlimm. Was haben wir Uhrzeit jetzt? 4:45 Uhr. War noch nicht so voll entsprechend. Folge 30, glaube ich, jetzt. Ja, oder 4. Kann auch 4 sein. Oh, hier ist er mal gut gefahren. Der bleibt ja nicht stehen. Das ist halt ganz blöd. Besser. Das, kann ich nicht um kümmern, ne? Dann ist es auch voll. Ich bin zwar nicht voll, aber ja. So kommen die sich nicht in die Quere. Zum Grauen, ne? Jetzt mal hier eingreifen. Vielleicht mal drehen. Den können wir gleich entleeren, also leer machen. Schwarze immer voll sein. War das ideal, 9T steht dran, dann müssen wir mehrere Sachen schauen. Aber die Breite ist mit hier dabei. Du musst zwar eigentlich der Abfahrer schon losdüsen, der gleich. Du musst das nächste kommen vielleicht. Machen wir den Traktor voll mit den zwei Hängern, weil dann kann ich schon mal eine Runde fahren und hier entsprechend wiederkommen. So. Da. Der nächste voll, wa? So, mal schauen gleich. Zu tun. So. Schauen wir da irgendwie hinkommen. Sieht nicht gut aus. So. Hm.
Auri meldet sich wieder. Ach, die Düngerfahrzeuge sind auch noch überall. Ach je. Ja. Ist sowieso ungünstig hier, wo ich reinfahren. Weil der muss ja hier Platz schaffen für den Roten, ne? Ich habe Frustration ausgemacht, weil der Schwarze spinnt. Anfangs hatte ich ihn gemacht wegen Häcksel, weil er umgefallen ist, und dann habe ich gesehen, oh, der fährt doch Quersel ein. Und dann habe ich gesagt, okay. Weil ich kann nicht eingreifen, wenn er mitten im Feld ist. Und wenn er irgendwo hinfährt, bringt der immer nichts. So, liebes Freund, das soll's für heute die Folge gewesen sein. Ich danke euch fürs Reinschauen. Sagt mal Tschüss und den Winkel für Schau. Und hört uns jetzt dann vielleicht in der nächsten Folge wieder. Tschüss.